weiter. Willkommen zurück zu Cassandra. Nee, natürlich zu Assassin's Creed Odyssey. Ich bin für Robo und mache die nächste Geschichten aus der Vergangenheit. Quest. Ach, ich will gehen. Tschüss. Na gut, machen wir ihn mal. Wen haben wir denn da? Cassandra von den Agiaden, die Adlerfrau, Botin des Zeus. Sie, die tausend Herzen höher schlagen ließ. Alcibiades. Man kennt mich unter vielen Namen, aber den letzten hast du dir wohl selbst erdacht. Mein junger Freund Archimedes hier braucht deine legendären Talente, um seine Angebetete für sich zu gewinnen. Ich wäre dir auf ewig dankbar. Ich wüsste gern mehr über den Mann, der meine Hilfe braucht. Ich bin Archimedes. Ich habe Alcibiades aufgesucht, weil er mit seinen Liebschaften angab und Praxilla kennt. Ich bin Söldnerin, keine Liebhaberin. Unsinn. Wie ich hörte, ist unsere Söldnerin hier die einzige, die mit Piratenkönigin Xenia auf Tuchfühlen gehen darf. Worum geht es hier? Hast du je von Praxilla gehört? Der Name kommt mir bekannt vor. Wer ist sie? Wer sie ist? Eine Poetin, von Apollon selbst gesegnet. Sie redet von den Göttern wie von Geliebten. Die Lyra wird in ihren Händen zur Waffe. Sie weiß sie geschickt zu nutzen. Ich will sie treffen, aber mit solch einer Göttin zu sprechen, macht mir Angst. Ach, Unsinn. Für gewöhnlich gibt man den Damen Blumen und schon zeigen sie ihre Knospe. Dies aber ist Praxilla. Sie ist nicht leicht zu beeindrucken. Ich verstehe. Gewöhnliche Blumen reichen nicht. Sie müssen einer Göttin würdig sein. Ich komme jedes Jahr für das Lyrikfest an diese Küste. Von allen Blumen versprüht keine einen schöneren Duft als die korallene Rose. Bring ihm ein paar davon und alle Türen und Schöße stehen dir offen. Ich bringe dir deine Blumen. Wo finde ich korallene Rosen? Sie klingen selten. Das mag stimmen. Doch wie für alle guten Dinge im Leben, musst du dich mehr anstrengen, als die meisten zu tun bereit wären. Sie wachsen auf einem Berg in der Nähe. Wenn ich die Blumen habe, wohin soll ich sie bringen? Zurück zum Lager. Praxilla sollte in ihrem Zelt sein. Du erwähntest ein Lyrikfest, das du hier besuchst? Richtig. Es ist eines der vielen Feste für Apollon. Doch dieses liegt mir neben einigen anderen besonders am Herzen. Auf den meisten Festen ist es so voll. Hier huldigen wir wie Menar. Ich habe genug gehört. Bitte, wenn du so gut mit Schwert und Herz umgehen kannst, wie Alcibiades sagt, musst du mir eine korallene Rose bringen. Ich als Dichter bleibe besser im Lager und du wanderst los. Du wärst ein leichter Fang für Wölfe und Bären. Ich bringe dir die Rosen. Okay, sammle alle Rosen. Ach komm, von da kommen wir gerade. Hätten wir runterspringen können, theoretisch. Boah, fährt uns auch ein bisschen creepy. Kann ja mal sagen, ne? Oder? Ich glaube, das wird es schon bringen. Ist ein bisschen das Gefühl, dass davon nicht sterben wird. Alikaus. Sehr viele, muss ich sagen. Nur noch welche vielleicht? Nehmen alle mit.
Was noch eine? Ja, die können wir auch nicht. Haben wir jetzt gesammelt? Ein paar mehr, glaube ich. Inventar. Es ging schon, 10 Stück haben wir. Hui. Ich glaube schon 5 voll, ne? Boom. Gut. Okay, Pferdchen. Komm her, ich will testen, ob du sterben kannst. War es jetzt wegen dem Vorsprung oder? Kannst du wirklich nicht sterben? Ist ja nicht mehr so umgeknickt, weißt du? Das ist jetzt einfach nicht so voll. Ich habe die korallenen Rosen. Du bist zurück. Das ist wunderbar. Die Rosen sind perfekt. Oh, dieser Glanz, der Duft. Nun musst du sie ihr nur noch bringen. Du kamst den ganzen Weg, um sie zu sehen. Überreich du sie ihr. Bitte, ich bin zu nervös, um mit ihr zu sprechen. Ich habe ein Gedicht geschrieben. Komm, ich bringe es dir bei. Ich sag es nur falsch auf. Ich bin Söldnerin, keine Poetin. Dann überbringst du dann wenigstens die Blumen, während ich übe? Gut, aber mehr mache ich wirklich nicht. Na, das ist ihr Zelt, genau da. Überreiche sie ihr. Mach schon. Dann los. Namen wir haben, machen wir es noch. Ich habe Blumen für dich von Archimedes, von irgendwoher. Sagte ich nicht, dass du Wein holen sollst? Kassandra von den Agiar. Dürfte ich dir meine liebe Freundin vorstellen? Praxilla, Apollons Muse und Meisterin der goldenen Saiten. Du bist Praxilla? Du hast wohl keine gealterte Sängerin erwartet, was, Söldling? Menschen deines Alters sind für gewöhnlich wohlhabender. Ich bin also zufrieden. Praxilla, das ist Kassandra von den Agiaten, die Adlerfrau, Botin des Zeus, die tausend Herzen höher. Kassandra K.K. kann Steine werfen und Lichtstrahlen geben, lässt Frauen wie Männer das Leben, verzauberte Damen und Herren an ihre Seite streben. Ah, eine Meisterin. Und diese Schultern. Eine Soldatin, eine Spartiatin, ein Dorn im Fleisch des Tyrannen. Sie, die Poseidon selbst herausfordert. Alcibiades, die behalte ich im Auge. Die Gedichte, die sie über mich schreibt, sind selten so gütig. Ich bringe dir Blumen. Sie sind nicht von mir. Sie sind von Archimedes. Er steht gleich dort. Zumindest stand er dort. Eine korallene Rose? Meine Dienerin wird sie mit auf den Haufen legen. Sie ist ein Geschenk. Sei etwas dankbarer. Wo ist diese verdammte Dienerin? Die hat wirklich nur Juwelen im Kopf. Nur leider nicht meine Juwelen. Achaikos ist weg. Die Närrin muss mit ihr davongelaufen sein. Achaikos? Achaikos ist Praxillas legendäre Lyra. Ich stellte sie nach dem Stimmen auf den Boden, kurz bevor ihr hier eintraft. Ohne sie kann ich nicht auftreten. Archimedes schien auf jeden Fall in Eile zu sein. Wir müssen die Lyra zurückholen. Bitte, ohne Praxilla, die das Blut der Teilnehmer in Wallung bringt, ist dieses Fest nicht mehr als ein Versvergleich unter jungen Männern. Was ist an der Lyra so besonders? Kannst du nicht auf einer anderen spielen? Perseus wäre ohne geflügelte Sandalen oder spiegelnden Schild einfach nur ein Mann gewesen. Wäre er heute eine Legende, solch ein Held, wenn er keine legendäre Waffe gehabt hätte? Sie sind kostbar, was ihren Wert in Drachmen als auch ihre Bedeutsamkeit angeht. Archimedes und die Dienerin verschwanden beide zur selben Zeit wie die Lyra. Vielleicht arbeiten sie zusammen? Dabei machte er so einen netten Eindruck.
Alcibiades brachte eine Viper in mein Zelt. Wohin könnten sie sie gebracht haben? Das ist ein Lyrikfest. Nirgendwo lässt sich dubioser Handel leichter betreiben. Ich finde den Dieb und bringe dir deine Lyra. Aha. Also eine Lyra finden und wir haben ein Level Up schon wieder. Sehr schön, Level 97. Hast du meine Lyra gefunden? Ne. Ich finde. Praxillas Lyra ist verschwunden. Hast du sie gesehen? Praxillas Lyra ist weg? Wie furchtbar! Erst erscheint Euripides nicht und nun das. Kreuzes ist nicht mehr das, was es einmal war. Wer ist nicht erschienen? Ist ein Hinweis? Ich suche eine vermisste Lyra. Tun wir das nicht alle? Ach ja? Hä? Wo sie plötzlich hin? Sollen wir mit den Leuten quatschen oder was? Kennst du einen Mann namens Archimedes? 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 Das ist doch der Kerl, der immer bei den Vipern herumlungert. Ja, ich kenne ihn. Er besucht das Fest seit 3 oder 4 Jahren. Die Vipern? Wer sind die Vipern? Menschen, die sich selbst geringschätzen, rotten sich als Bande zusammen, damit sich die anderen klein fühlen. Sie haben vor einer Weile den Tempel der Athena Itonia übernommen. Nun wird einem dort ständig ein Messer an den Hals gehalten. Glaubst du, Archimedes brachte die Lyra vielleicht dorthin? Ich hoffe nicht. Um seinetwillen. Die Vipern sind gefährlich. Wenn er die Lyra bei sich hatte, haben sie sie ihm sicher unsanft abgenommen. So einen wie ihn halten die sich gerne zum Vergnügen, wenn du verstehst. Hatte er eine Lyra bei sich? Ich habe keine gesehen. Ich sah nur, wie er mit dir sprach und dann zu Praxillas Zelt ging. Er und Praxillas hübsche Heloten trieben sich oft gemeinsam herum. Ich nahm einfach an, dass sie, du weißt schon, den Garten umgraben. Ließe sich eine gestohlene Lyra im Tempel der Athena gut verkaufen? Man kann hier leider alles kaufen und verkaufen. Wer sich allerdings an die Vipern wendet, weiß, dass ihm kein Bestohlener je folgen wird. Es ist schade um den schönen Tempel. Danke für deine Hilfe. Ich hoffe, du findest die Lyra. Nimm dich beim Tempel der Athena Itonia vor den Vipern in Acht. Also haben wir unser Ziel bekommen. Also die Nordwestteile. Hey. Wie das Gebirge ist, das ist das hier? Nee. Celias Gebirge. Gerade irgendwie blind. Da. Wie ist das? Nordwestlich. Norden, Westen heißt irgendwo hier. Hä? Oder da? Achso, ne, die wollen ja zum Tempel, ne? Stimmt, da rum will. Okay. Schön alle umreiten. Gut gemacht. Gut gemacht, Pferdchen. Immer alle drauf. So, dann wollen wir mal. Ja, dürft ihr bitte schnell reiten? Danke. Bitte schnell. Dann kann ich den machen, frage ich mich. Ach. Egal. Oh, einfach drauf, ne?
Was hier? Ach, sie ist noch gar nicht am Dingenswummens, okay. So, hilf mir doch jemand! Ach, bitte! Die. Du bist die Dienerin. Die zur selben Zeit verschwand wie Praxillas Lyra. Ich kann alles erklären. Orchimedes hat mich dazu überredet. Mit den Drachmen wollte er meine Freiheit erkaufen. Wir wollten weglaufen. Die Lyra wollte er zu den Vipern bringen. Ich sagte nein. Die Vipern sagten ja. Orchimedes und die Lyra sind also in der Hand der Vipern. Geh du zurück zu Praxilla und entschuldige dich bei ihr, wenn du wirklich Hilfe willst. Wenn du wirklich Hilfe willst. Naja. Fähigkeiten. Wir haben unser Punkt aus. Wir wollen wieder. Den Rüstungsschaden, ja. Der Rüstungswert. 5% sind auch nicht verkehrt. Muss man ja mal sagen. So. Pärchen. Kann ich gebrauchen. Darf ich so meine Fähigkeiten nutzen? Nein, darf ich nicht. Schade. Ich will gerne absteigen. Einfach alles killen, was sich bewegt. Wir müssen sie Archimedes und die Lyra versteckt halten. Ah, ich hab gar keine Punkte. Ist doof. Ja, erinnere ich mich auch dran, ich bin schon hochgekraxelt und hab von oben Attentate durchgeführt und so. Hier erinnere ich mich schon, da schlafen welche. Da mehrere. Deswegen ist mein Attentat auch macht das mehr Schaden. Wegen unserem Schwert. Und he is dead now. Gerettet. Sagt wer? Die wahren Gauner haben mich erpresst. Das bezweifle ich. Den haben sie mir aber ziemlich überfielen. So, Svörtchen. Leuchtest du durch die Nacht? Ja. Diese Malakas verdienen es nicht anders. Haben sie dich gezwungen, Praxillas Lyra zu stehlen? Nein. Sie gaben mir nur das nötige Selbstbewusstsein. Wir tranken und beschwerten uns. Ist das gerade ein anderer Charakter geworden? Und dann erwähnte ich, dass Praxilla meine Mutter ist. Was? Sie ist deine Mutter? Ja. Sie verließ mich und meinen Vater, als ich noch ein Kind war. Irgendetwas von wegen dem Schicksal folgen und wandernde Poetin werden. Mein Vater, Achaikos, baute diese Lyra als Hochzeitsgeschenk. Sie liebte die Lyra mehr als uns. Ich wollte nur, dass sie sich so fühlt wie wir, als sie uns verließ. Praxilla wurde die Kunst in die Wiege gelegt. Sie musste ihren eigenen Weg gehen. Daran hätte sie denken sollen, bevor sie eine Familie gründete. Ich wünschte, mein Vater hätte ihr diese Lyra nie gebaut. Apropos Lyra. Ich weiß, du hast sie. Malakka. Ich habe sie. Aber sie ist beschädigt. Warte, bevor du gehst, brauche ich noch deinen Rat. Soll ich mit Praxilla sprechen? Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Sag Praxilla, wer du bist. Sprich mit ihr. Vielleicht vermisst sie dich und weiß nicht, wie sie auf dich zukommen soll. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Mein Vater, meine Mutter, meine Freunde. Bitte sag Praxilla nicht, wer ich bin. Aha, lass mich erraten, es artet dann in ganz viel Nebenquests jetzt aus. Sonst wäre es ja nämlich zu leicht, ne? Zwei Aufgaben mal haben. Das wäre ja echt wenig. Das wären wir ja gar nicht gewohnt. So wenig zu tun zu haben. So. Wahrscheinlich kann ich mal versuchen, ein Pferd umzubringen. Was hier gewesen? Nein, nicht wirklich. Was da, ja. Egal. Wir gehen einfach zurück. Und haben dann hoffentlich die Aufgabe erledigt. So. Ich habe deine Lyra, allerdings nicht in einem Stück. Danke. Oh, Achaikos, was für Ärger hast du dir da wieder eingehandelt? Das war's? Oh, ne. Ah, Cassandra, Schrecken der Diebe. Du hast mir Achaikos zurückgebracht, danke. Doch ich muss dich um noch etwas bitten. Ich soll die Lyra reparieren? Scharfsinnig bist du also auch. Sieh, das Holz ist weich, der Körper gesplittert. Sie ist stumpf und tonlos. Wie kann man sie noch retten? Kreuzes veranstaltet dieses Fest seit Jahren. Die Stadt wurde ums Fest herum aufgebaut. Und da Instrumente so zerbrechlich wie ein Dichterherz sind, gibt es im Hafen von Kreuzes eine meisterliche Lyrabauerin. Das ist nicht weit weg. Und weil wir nun wissen, dass auf diesen Hügeln nichts sicher ist, brauche ich einen verlässlichen Geleitschutz. Ich werde dich dorthin begleiten. Die Reise wird sich für dich lohnen. Nun komm. Ich bin direkt hinter dir. Ich verbinde sehr schöne Erinnerungen mit diesem Ort. Ich sah, wie der Hafen zu einer Stadt wuchs und ein kleines Treffen unter zu einem riesigen Fest wurde. Meine wahre Heimat. Deine wahre Liebe ist eine Lyra und deine Heimat ein Lyrikfest? Wolltest du dich einfach nur niederlassen? Oh, süße Unschuld. Mein Leben ist nicht so leicht, wie du es darstellst. Ich bin die Zephyr. Ich muss frei sein. Das habe ich auf schmerzliche Weise erfahren. Warum bringen wir nicht einfach die Lyra zu der Mannpäckerin? Was ist der Sinn darin, sein Leben nur für andere zu leben? Dann bist du nichts als ein Sklave. Oh, bist du ein treues Tier. Du verletzt andere. Hätte ich das traditionelle, heimische Leben geführt, das man von mir erwartet hat, wäre ich längst verdörrt, innerlich gestorben. Oder ich hätte mich ins Meer gestürzt. Ich weiß, was ich brauche. Das Fest hier ist wesentlich zwangloser als viele andere, auf denen ich war. Ja, Anisos beanspruchte unsere Opfergaben an Apollon für sich und entlohnte uns mit Ekstase. Ich kann verstehen, warum es Besucher von nah und fern anlockt. Verstehe mich nicht falsch. Hedonismus ist ein Teil der Verehrung. Aber viele hier haben ihr Leben den Seiten und Versen verschrieben. Verstehe. Wow, sind fertig. Die Mücher, wo bist du? Wer macht hier so einen verdammten Lärm? Oh, der süße Geruch der See überdeckt fast, wie du stinkst, Timicha. Praxilla, ich sammle schon die ganze Woche Obst, um dich damit zu bewerfen. Ein Kompliment. Ich brauche deine Hilfe bei Achaikos. Eine Idiotin hat sie entführt. Sie braucht einen neuen Hals. Diese Idiotin? Leider begegneten wir heute schon einigen Idioten. Ich brauchte Unterstützung, um Achaikos zurückzubekommen. Nun leistet sie mir Gesellschaft. Nun gut, gib sie her. Oh, böse zugerichtet. Du bekommst sie doch wieder hin. Natürlich. Hände wie meine findest du nirgendwo außerhalb Athens. Das Problem ist, dass Achaikos ein besonderer Fall ist. Ich habe Materialien, aber keine, die gut genug für sie wären. Was für Materialien brauchst du? Für den Hals habe ich, was ich brauche. Aber die Saiten und die Querstange sind herausgebrochen und durch den Hohlkörper geht ein Riss. Der müsste auch ausgetauscht werden. Wonach genau soll ich suchen? Einige nutzen Knochen für Querstange und Hals, aber nichts eignet sich besser als Holz. Für die Saiten brauchen wir Darm und für den Hohlkörper eine Muschel.
Diese Seiten sehen mir aber nicht nach Darm aus. Doch, doch, er wird eingelegt und dünn gezogen. Du erlegst sicher gern legendäre Bestien, um Achaikos zum Singen zu bringen. Gibt es nicht auch Lyra-Körper aus Schildkrötenpanzern? An dieser Küste gibt es nicht viele Schildkröten. Eine feste Muschel sollte genügen. Was ist eine Querstange und mit welchem Holz willst du sie austauschen? Auf der Querstange werden alle Seiten der Lyra befestigt. Richtig, damit sie biegsam ist, brauchen wir elastisches Holz. Da sind wir uns wohl alle einig. Ich bringe die Materialien, um Achaikos zu reparieren. Wow. Komm mal, Wolf, sind noch rein. Haben wir eigentlich noch die Blumen? Ja, wir haben ja anscheinend alle Blumen gegeben. Wo haben wir denn hier Wölfe? So, Wildschweine. Ich muss jetzt Wölfe suchen. Habe ich dann zufälligerweise einen Wolfsbau in der Nähe? Durch sogar, Glück. Das finde ich ja mal praktisch. Wölfe sind wilde Tiere. Ich weide sie mit Axella aus. Hoffentlich ist das genug Darm für Achaikos Seiten. Also, wir werden mal schauen. Deswegen hat es auch ein legendäres Ziel gesagt, weil der Wolf halt speziell war. Der eine hier zumindest. Ich hätte jetzt eher gedacht, glaube, das wäre irgendwann irgendeine der legendären Tiere, die wir getötet haben, den Darm nehmen müssen. Das ist, sage ich mal, so die Quest so ein bisschen überschneidend, vielleicht sogar. Aber nö, dann doch nicht. Muscheln, Muscheln, Muscheln. Oh, hier tolle Muscheln. Da war eine Muschel. Da haben wir eine tolle Muschel. Hier haben wir eine tolle Muschel da. Und gab auch noch 4 Stück. Weißböcke. Okay. Warte, was denn noch alles, ne? Und vielleicht noch ein paar Mäckes vorbeifahren. Ich hätte gerne einen Milchshake, Schoko und Vanille und. Ne, Vanille, glaube ich. Am besten. Oder? Ich weiß gar nicht, was gibt's denn alles für Shakes bei Mc's inzwischen? Apple war, glaube ich, auch lecker, oder? Ups. Schön, dass sie das darauf reagiert haben. So. Ja, verbrenne. So, danke schön. In dem Kackdorf gibt es hier nicht mal einen einzigen Miet. Nix für mich, gar nichts. Warum laufe ich eigentlich schon wieder, wenn ich auch reiten könnte? Ach ja, weil Reiten durch die Stadt scheiße ist. Ich vergaß. Ja, was haben wir hier Schönes? So. Machen wir uns das Brot hier einfach. Tschüss, ne? Einfach 5 Meter fahren damit. Ups. Ich glaube, das Boot ist gekentert. Hoppala. Alter, die Bühne ist auf jeden Fall noch irgendwas mit der Quest. Auf jeden Fall. Wie sollte das anders sein? So. Was sind hier Weißblöcke? So, irgendwelche Holzscheitel hier, okay. Einfach nur am Baum liegen oder was? Okay. Das ist genug Holz für eine neue Lyra.
Oh Gott, ich finde das uns gerade können dann. Von daher. Soll mir das gereichen? Pferdchen bei Fuß. Braves Pferdchen. So. Und wir werden wieder langsam. Fährst. Wir fahren hier kein Auto, wir nehmen frei. Ja. Ich will ja los hier. Ich muss abkürzen. So. Waffen, seid ihr zufrieden? Ich habe alles, was wir brauchen. Sehr gut, dann gib her. Sei vorsichtig damit. Wenn ich mit dir fertig bin, wird sie mich lieber mögen. Du befingerst sie viel zu grob. Die Beschwerde höre ich aber auch zum ersten Mal. Da ist sie. Schöner als je zuvor. Das nennst du deine beste Arbeit? Das ist Abzocke. Halt doch dein Maul und quäle die Leute mit deinem Gejaule. Danke für die Hilfe. Hier sind deine Drachmen. Ich brauche jetzt Zeit, um Achaikos einzuspielen. Danach könnte ich allerdings Hilfe gebrauchen. Komm also später gerne mal in mein Zelt. Wenn es sich ergibt, gern. Na klasse. Ich darf nochmal mit ihr arbeiten. Das hier ist ein Sperrgebiet. Ist alles hier? Oh. Ja, scheinbar. Na gut. Warum dürfen andere Leute da durch? Ne, ich nicht. Warum ist hier... Steh auf. Was ist hier passiert? Wurden die Leute umgelegt? Na gut, dann würde ich aber sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, haut rein. Some days I can't get out of my head. That's just the dark side of me. Some nights it's hard for me to fall asleep. That's just the dark side of me. And all the hate, money and the power, social rank. Lot of pride now, not enough loyalty. Had to change my life for the better things. Had to boss up and overcome adversity. I put my brother in position. I know someday see the vision. I'm just living by tradition, and I die for my respect. Trying to clone me, thinking
afraid of the dark, the dark, the dark, the dark, the dark. I've got a